Hallo alle zusammen. Hier erfahren Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Z-Array wiederherstellen können. Sie werden einfach auch, wie man RAID-Z und RAID-Z2 am Beispiel eines TrueNAS-Gerätes aufbaut und wie man Daten von einem abgestuften RAID-Array abruft oder bei Verlust, versehentlicher Löschung oder Formatierung des Geräts wiederherstellt. Das FS-Dateisystem bietet seine eigene Implementierung von Software RAID namens RAID-Z. Ein solches System kann nicht nur die Leistung verbessern, sondern auch gegen unentdeckte Datenbesprechungen vorgehen. Dazu überwacht es fehlerhafte Datenblöcke mit Prüfsummen und korrigiert logische Fehler sofort. Diese Funktion hilft, die Integrität der in einem Array gespeicherten Daten zu wahren. Aber selbst das stabile Dateisystem und die Robot-Test-Hardware können ihre Daten nicht vor Software- und Hardwarefehlern schützen. Im folgenden Video zeige ich Ihnen, wie Sie verlorene Daten von einem ZFS-Dateisystem und RAID-Z-Array wiederherstellen können. ZFS ist ein Open-Source-Dateisystem, das hauptsächlich in FreeNAS und anderen FreeBSD-basierten Speichersystemen eingesetzt wird. RAID-Z hat ein ähnliches Datenverteilungsschema wie das traditionelle RAID 5, jedoch mit leichten Unterschieden. Dieses Array-Konstruktionssystem verwendet dynamische Strings anstelle von Strings mit fester Größe. Informationen über die Größe jedes dieser Streifen werden in die Metadaten geschrieben. Da es sich um ein dynamisches System handelt, können die Daten nur wiederhergestellt werden, wenn die Metadaten intakt sind. Bei der Entwicklung von ZFS war das Hauptziel die Zuverlässigkeit, die durch verschiedene Funktionen wie Copy-on-Write, redundante Metadaten, Protokollierung und andere erreicht wird. Aufgrund der komplexen Struktur dieses Dateisystems ist herkömmliche Datenwiederherstellungssoftware nicht für die Datenwiederherstellung aus RAID-Z-Arrays geeignet. Hetman RAID Recovery analysiert die Metadaten, um die korrekte RAID-Struktur zu bestimmen und setzt das zerstörte RAID automatisch und schnell wieder zusammen. Zunächst wollen wir uns ansehen, wie ein RAID-Array erstellt wird, wobei ein Speichersystem mit dem TrueNAS-Betriebssystem als Beispiel dient. Im vorherigen Video habe ich bereits erklärt, wie man dieses Betriebssystem installiert und konfiguriert und wie man ein RAID-Z aufbaut. Schauen wir uns an, wie man ein RAID-Z zweiterlei aufbaut. Erwarten Sie dazu im TrueNAS Verwaltungsmenü die Registerkarte Storage Puls. Klicken Sie hier auf Add hinzufügen und Create Pool. Geben Sie einen Poolnamen an, überprüfen Sie dann die Laufwerke. Für das Z2 sind mindestens 4 Laufwerke erforderlich. Und klicken Sie auf den Pfeil unten, um das Speichergerät zur Liste hinzufügen. Markieren Sie die Laufwerke aus dieser Liste und wählen Sie den RAID Level aus der Drop-No-Liste und dann erstellen. Es erscheint eine Warnung, dass alle Daten gelöscht werden. Markieren Sie das Kätzchen und klicken Sie auf Pool erstellen, dann werden die Laufwerke formatiert und der RAID-Erstellungsprozess beginnt. Als Beispiel werden wir eine FatPair-Verbindung einrichten, die Daten in einem RAID-Array schreiben und einen Geräteverlust oder Ausfall simulieren, bei dem die Daten nicht mehr verfügbar sind. Fügen Sie also zunächst einen neuen Datensatz für die FatPair-Verbindung hinzu. Öffnen Sie die Registerkarte Speicher, Puls, klicken Sie auf drei Punkte Datensatz hinzufügen. Benennen Sie den Datensatz, alle anderen Einstellungen bleiben und verwenden Submit. Erstellen Sie einen neuen Benutzer für FTP-Konten, Benutzer, hinzufügen. Geben Sie den Namen und das Kennwort an. Deaktivieren Sie das Kontrollkätzchen gegenüber New Primary Group und wählen Sie aus der Liste FTP. Geben Sie dann das Verzeichnis an, das Sie zuvor erstellt haben, legen Sie die erforderlichen Rechte fest und speichern Sie die Einstellung. Kehren Sie zu dem kürzlich erstellten Datensatz zurück und ändern Sie die Berechtigungen. Klicken Sie auf drei Punkte, Edit Permission. Wählen Sie User FTP.
und grob FTP, markieren Sie das Kätzchen, bestätigen Sie, dann markieren Sie die Kätzchen Apple User und Apple Group, speichern Sie die Einstellungen. Nun müssen Sie den FTP-Server aktivieren. Öffnen Sie Dienste. Schieben Sie den Schieberegler in die Position aktiviert und aktivieren Sie das Kontrollkettchen automatischer Start. FTP-Verbindung ist konfiguriert. Prüfen Sie Zugang im Explorer. Geben Sie in die Adressleiste des Servers und dann des Benutzernamen und das Passwort des Benutzers ein. Sie können nun einen Ordner erstellen und Daten in diesem Ordner schreiben. Werfen Sie nun einen Blick auf die Wiederherstellung von selbst gelöschten Daten auf einem RAID-Array. RAID 1 stellt sicher, dass jeder einzelne Datenblock so geschrieben wird, dass er bei einem Ausfall einer einzelnen Festplatte wiedergestellt werden kann. Die Daten werden dann automatisch auf die bestmögliche Weise dem Laufwerk zugeordnet. RAID 1 ist fast identisch mit RAID 5, da es eine einzige Parität verwendet. Es übernimmt den Betrieb, wenn ein Laufwerk im Array ausfällt. Aber wie ich bereits gesagt habe, ist die Wiederherstellung eines solchen Systems nur mit einer kleinen Anzahl von Wiederherstellungsprogrammen möglich. Hackman RAID Recovery unterstützt das ZFS-Datasystem und alle Ebenen von RAID-Arrays. Die Software ist in der Lage, automatisch einen RAID-Array aus Laufwerken auszubauen, die mit diesem Datasystem erstellt wurden. Dies ist eine umfassende NAS-Datenwiederherstellungslösung, mit der Sie Dateien in verschiedenen Fällen wiederherstellen können. Das Programm unterstützt die jetzigen Dateisysteme und RAID-Typen. Sie müssen Ihre Festplatten von Ihrem Server entfernen und an Ihren Windows-PC anschließen, um sie wiederherstellen zu können. Wenn Ihre Hauptplatine nicht über genügend Anschluss verfügt, gibt es verschiedene Erweiterungsadapter. Die Software durchsucht die Laufwerke automatisch nach Serviceinformationen und erstellt daraus sofort ein RAID. Wie Sie sehen können, wird mein RAID-Array im Laufwerkmanager angezeigt. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, starten Sie die Analyse, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Array, öffnen, wählen Sie schneller Scan. Wie Sie sehen können, war das Programm als Ergebnis einer schnellen Analyse nicht in der Lage, gelöschte Dateien zu finden. Aber diejenigen, die auf den Festplatten verblieben sind, stehen alle für die Wiederherstellung zur Verfügung. Eine schnelle Analyse hilft Ihnen bei der Wiederherstellung von Daten im Falle eines Hardware- oder Gerätesfehlers. Die Metadatenstruktur von ZFS und RAID-Z ist so kompliziert, dass der schnelle Software-Analyse-Algorithmus gelöschte Daten nicht finden kann, da die Informationen darüber in den Protokolldateien überschrieben werden. Um gelöschte Dateien zu finden, müssen die Festplatte mit einer vollständigen Analyse scannen. Klicken Sie also mit der rechten Maustaste auf die Partition, wählen Sie Neu analysieren und ausführen vollständige Analyse, geben Sie das Dateisystem an, weiter und warten Sie, bis der Scan abgeschlossen ist. Dieser Vorgang dauert je nach Größe des Laufwerksarrays lang genug. Sobald der Scan-Vorgang abgeschlossen ist, navigieren Sie zum Speicherort der gelöschten Dateien und suchen Sie hier nach den Dateien, die wiederhergestellt werden sollen. Zur Vereinfachung verfügt die Software über eine Suchfunktion für Dateinamen. Der Inhalt der Dateien kann auch in der Vorschau angezeigt werden. Wie Sie sehen können, hat die Software alle Dateien gefunden, die von dem Laufwerk gelöscht wurden. Wählen Sie zum Wiederherstellen die gewünschten Dateien aus, klicken Sie auf Wiederherstellen und geben Sie das Verzeichnis an, in dem Sie Dateien speichern möchten. Es wird nicht empfohlen, die Daten auf demselben Laufwerk wiederherzustellen, daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie über ein anderes Speichermedium verfügen, um die Daten zu sichern. Danach befinden sich die Dateien in dem angegebenen Ordner.
Um Daten von RAID 2 zweiter Ebene wiederherzustellen, müssen Sie die Laufwerke auch an Ihren Windows-Computer anschließen und die Hetman RAID Recovery Software ausführen. RAID 2 ist fehlertoleranter, da es zwei Paritätsblöcke und zwei Datenblöcke aus einem einzigen Informationsblock verwendet. Dies ist ein Analogon zu RAID 6 und kann auch den Zusammenbruch von zwei ganzen Festplatten überstehen. RAID 2 hat maximal 4 Festplatten. Wenn Ihr PC also nicht über genügend Steckplätze verfügt, um alle Laufwerke anzuschließen, können Sie zwei Laufwerke aus dem Array ausschließen. Wir haben also einen Fall eines ausgefallenen REST-Array aufgrund eines ausgefallenen Servers oder Controllers. Wie Sie sehen können, hat die Software ein RAID auch ohne zwei Laufwerke erstellt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Array und führen Sie eine Schnellanalyse, schneller Scan durch. Sie sehen die Dateien, die noch auf dem Laufwerk vorhanden sind. Überprüfen Sie die Dateien, die Sie wiederherstellen müssen, und stellen Sie sie wieder her. Wenn das Programm einige Dateien nie gefunden hat, sind sie vielleicht überschrieben worden. Versuchen Sie in diesem Fall, die vollständige Analyse durchzuführen. Das Programm findet sogar gelöschte Daten. Als Ergebnis dieses Tests war Hetman RAID Recovery in der Lage, 100% der Daten von dem ZFS-basierten RAID Z wiederherzustellen, das auf dem TrueNAS Server installiert war. Die Software stellte die Dateien in ihrer ursprünglichen Form ohne Schäden oder Qualitätsverluste wieder her. Hetman RAID Recovery hilft bei der Wiederherstellung verlorener Daten im Falle einer versehentlichen Löschung von Dateien auf dem NAS-Gerät, bei der Formatierung des Laufwerks, bei falscher Konfiguration, beim Fehler aufgrund von Softwarefehler, fehlerhaften Firmware und anderen Situationen mit Datenverlust oder Verlust des Zugriffs auf das Netzlaufwerk und RAID-Array-Schäden. Das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Während Sie sich das Video auf diesem Kanal ansehen, sterben ukrainische Zivilisten durch Bombenangriffe der Russischen Föderation. Das wahnsinnige Putin-Regime hat einen friedlichen Staat im Herzen Europas angegriffen. Unterstützen Sie die ukrainische Armee. Spenden Sie die Kosten für den Fonds Komm lebendig zurück. Folgen Sie dem QR-Code oder dem Link in der Beschreibung des Videos und überweisen Sie einen beliebigen Geldbetrag, der den ukrainischen Widerstand definitiv stärkt und hilft, der kriminellen russischen Aggression zu widerstehen.